Südhessen, von See kommt der Mehrzweckfrachter Gwen. Die Gwen hat in Singapur abgelegt, passiert Cuxhaven, fährt bis Brunsbüttel, dann durch den Nord-Ostsee-Kanal bis Kiel und in Kiel wird sie einlaufen. Das Schiff ist 138 Meter lang, 21 Meter breit und hat einen Tiefgang von 7,30 Meter. Sie fährt unter der Flagge von Antigua und Barbuda mit Heimathafen St. John's und wurde im Jahre 2008 in China gebaut. Die Gwen kann maximal 657 20-Fuß-Container oder 12.693 Tonnen laden. Die Maschine leistet 5.400 kW, das sind 7.344 PS. Zurzeit fährt die Gwen mit 15 Knoten, das sind 27,78 Stundenkilometer.
fährt jetzt Richtung See, fährt das Containerschiff MSC Amy. MSC ist die zweitgrößte Containerreederei der Welt mit Sitz in Genf in der Schweiz. Zur MSC Containerreederei gehören 556 Containerschiffe mit einer Kapazität von 3.800.020 Fußcontainern. Die MSC Amy hat Hamburg verlassen, passiert Cuxhaven auf dem Weg nach Le Havre. Das Schiff ist 177 Meter lang, 28 Meter breit und hat einen Tiefgang von 10,90 Meter. Sie fährt unter der Flagge von Portugal und wurde im Jahre 2002 auf der Sichterswerft in Hamburg gebaut. Die MSC Amy kann maximal 1768 20 Fuß Container aufnehmen. Die Maschine leistet 16.980 kW, das sind 23.093 PS. Zurzeit fährt die MSC Amy mit 13 Knoten, das sind 24,08 Stundenkilometer. Thank you.